Meine große Schwester hatte vor kurzem Geburtstag, weshalb ich ihr unbedingt ein Geburtstagsgeschenk malen wollte und dafür habe ich mir einfach dieses Bild ausgesucht, weil ich das einfach besonders gern mochte. Und nein, ich habe nicht damit angefangen, mich selbst zu malen, weil ich selbst verliebt bin oder so. Zu dem Zeitpunkt, als ich das gemacht habe, habe ich irgendwie nicht wirklich daran gedacht, dass es so rüberkommen könnte. Sondern ich als Person war halt einfach einfacher zu malen, weil meine Strukturen nicht so schwer waren wie von meiner Schwester, also auf dem Bild jetzt bezogen. Ich fange halt einfach gerne immer mit den einfacheren Parts an und das Ganze hat einfach so unfassbar lange gedauert. Ich hätte niemals gedacht, dass das Bild so schwer ist. Ich bin an diesem Tag leider nicht mit dem Bild fertig geworden, weshalb ich dann morgen nochmal ein Part 2 posten werde. Auf jeden Fall werdet ihr aber das Ergebnis als allererstes in meiner Insta-Story sehen, weil ich euch da immer gleich up to date halte.